Grüß euch, liebe 1000 PS-Fans, zum Test der BMW R1200 RS, den ich gemeinsam mit meinem Zwillingsbruder Chefredakteur Kurt durchführe, denn nur Zwillinge tragen immer das Gleiche. Die nackte Schwester R1200 R, R für Roadster, habe ich schon bei der Präsentation ausgiebig testen dürfen und danach auch schon zwei, dreimal. Die RS ist jetzt nun ganz neu auf den Markt gekommen. Es ist die verkleidete Schwester. Das RS steht aber vermutlich nicht nur für sportlicher, sondern auch für mehr Tourentauglichkeit, weil eben eine breitere Verkleidung und eine Verkleidungsscheibe, die ja die R gar nicht hat, bieten sich natürlich auch für Touren an. Und die RS ist meiner Meinung nach zwar schon ein sehr sportliches Motorrad, hat aber auch gewisse Tourengene in sich. Es ist der 125 PS starke, teils wassergekühlte Boxermotor, den wir eben schon aus GS, GS Adventure und auch der nackten R1200 R kennen. Er ist auch in der... Und der RT. Und der RT. Und er... Fünf Boxermodelle gibt es, ja. Über den Daumen gepeilt, knapp fünf Modelle. Jedenfalls ist es der sehr antriebsstarke Motor. Als erstes kam er in der GS und da haben wir uns schon gedacht, wow, das ist wirklich... Ein sehr arg weiterentwickeltes Triebwerk mittlerweile. Jetzt haben wir uns zwar schon daran gewöhnt, dass er so heftig ans Gas geht, aber es ist immer wieder eine Freude. Meiner Meinung nach beim Fahren, auch wenn es jetzt nur um den Motor geht, ein wichtiger Aspekt, dass der aufpreispflichtige Schaltautomat, der hinauf und hinunter schalten kann. Also das ist ein Wahnsinn, wenn man eben, was weiß ich, zwischen drittem und zweitem Gang dann runterschaltet, macht es einmal ein bisschen Zwischengas und die Gänge ploppen rein wie nix und auch zwischen zweitem und ersten funktioniert sehr gut und vor allem meiner Meinung nach mit dem Boxer ist auch der Klang so extrem und macht irrsinnig viel Spaß. Also ich bin es sehr sportlich für meine Verhältnisse gefahren und es hat echt total viel Spaß gemacht. Wie ist es dir gegangen? Sehr gut. Ich bin ja gestern damit dann nach Hause gefahren und heute in der Früh wieder her. Ich war auf der statischen Präsentation in München, konnte ich leider dann nicht von dort, ich meine, ich hätte dort von dort wegfahren können, aber habe es nicht getan, weil wir das Motorrad ja von BMW Wien dann bekommen haben. Bei mir ist es so, sobald ich im Sattel einer BMW sitze, fühle ich mich sicher. Egal welches Modell, ich habe sofort das Gefühl, mir kann eigentlich nur eins passieren, mich kann jemand mit dem Auto abräumen, so passiert auch in München übrigens einem Kollegen, gute Besserung, ich glaube, es ist eh nichts passiert, wirklich direkt vom Gebäude raus, bam, ja, das war Wahnsinn. Na egal, ist aber auch nicht viel passiert wegen dem Boxermotor, wegen des Boxermotors, glaube ich nämlich, das schützt nämlich das Bein bei einem seitlichen Aufprall. Das, die Bremse immer wieder ein Wahnsinn bei BMW. Ich habe extra gestern mehrmals überbremst aus relativ hoher Geschwindigkeit, um zu sehen, wie stabil das bleibt und wie sich das einbremst. Das ist Wahnsinn. Der Motor ist super sportlich. Ich bevorzuge ihn in den GS-Modellen, Adventure und normale GS. Wie gesagt, es gibt fünf mittlerweile mit dem neuen Boxer. Plus die R90 mit dem alten. Und wie ich auch in München erfahren habe, das weißt du noch gar nicht, sie bauen mit dem alten Boxer auch noch ein zweites Modell. Wird wahrscheinlich, vielleicht wird es mehr ein Cruiser oder wird es wieder ein Cruiser wie der C, der sich ja auch in meinem Besitz befindet. Schauen wir mal. Ergonomie auch super. Also ich kann mir auch, sobald ich drin sitze, sofort vorstellen, dass ich jetzt nach Vorarlberg fahre. Also, weil einfach alles bequem ist und der Sitz auch schön, es ist schön flach, kann man sich auch noch ein bisschen bewegen. Das Motorrad fühlt sich auch ein bisschen größer an, als man das vielleicht, weiß ich nicht, teilweise von Italienern oder so gewohnt ist. Man sitzt richtig herrschaftlich drauf. Display ist bei mir, für mich, ein kleines Manko. Also analoge Geschwindigkeitsanzeige und dann digitaler Drehzahlmesser. Die Grafik schaut aus wie im Gameboy vor 20 Jahren. Und dann habe ich gesehen, es gibt mehrere Styles, die sind aber auch alle irgendwie nicht optimal. Mag ich nicht so. Ich fahre zwar viel nach Gefühl, schaue immer nur auf die Geschwindigkeitsanzeige, um zu sehen, wie teuer würde es jetzt werden, falls mich wer blitzt.
Aber so, ja, das hat man halt immer im Blick und das soll halt irgendwie schön sein. Und ich finde die anderen BMW-Instrumente normalerweise eh immer schön. Ja. Finde ich irgendwie ein bisschen Enttäuschung. Wie du schon gemeint hast, es ist so unglaublich stabil, man fühlt sich sicher. Ja, finde ich eben auch. Es ist eben, habe ich schon gemeint, nicht nur sportlich, sondern auch tourenorientiert, eben die Sitzposition. Man sitzt schon ein bisschen weit vor zum Lenker hin geneigt, das ist jetzt nicht eine ganz gemütliche, aufrechte Sitzposition, wie eben etwa auf der GS, aber es ist noch angenehm genug, dass man eben auf weiten Strecken auch keine Komforteinbußen hätte. Es ist halt wirklich auf einer BMW, man setzt sich drauf, man fühlt sich wohl, man fährt gut, man bremst eben auch gut, wie du das auch schon gesagt hast. Die Bremse ist einfach extrem standfest, muss man sagen. Da gibt es kein Wackeln, keine instabilen Ausbrüche. Das ist einfach super stabil. Ja, wobei ich aber jetzt auch dazu sagen muss, dass ich finde, dass sie... Also Bladeplunzen ist ein gemeiner Ausdruck, aber ganz leicht ist sie nicht. 236 Kilo wiegt sie und beim Reversieren gestern habe ich es eben schon gemerkt, dass man da ein richtiges Motorradl unter sich hat. Also das ist nichts Filigranes, Leichtes, soll es aber eben auch gar nicht sein. Boxermotor sagt eigentlich auch von den anderen Modellen, das soll stabil gelten und stabil ausschauen und gut funktionieren. Wir haben da drüben eine Katze, aber das wirst du jetzt nicht schaffen, gell? jedenfalls, vom Styling her, ja, ich finde, es ist halt sehr entschärft, weil es an der Front ein bisschen an die S1000RR erinnert, aber eben nicht mit dem schiefen Gesicht, sondern symmetrisch. Mir gefällt die weiß-blaue Version besser, das ist aber Geschmackssache, die ist halt ein bisschen dezenter. Glauben wir jedenfalls, du sicher auch, dass sie bei den potenziellen Kunden gut ankommen wird. Ja, was haben wir noch drauf? Natürlich diese hier voll ausgestattet mit dem ESA-Fahrwerk, dass man eben auf alle Zustände einstellen kann. Man kann verschiedene Modi wählen. Wir haben einen Tempomaten drauf, der eben auch meiner Meinung nach jetzt verglichen mit anderen Systemen, ich habe jetzt immer öfter die Möglichkeit dazu, bei BMW extrem gut aufgebaut ist, durchdacht, weil auf der linken Seite. Das heißt, ich kann mir mit der rechten völlig unabgelenkt die richtige Geschwindigkeit halten und dann mit der linken Hand aktiviere ich ihn und stelle ihn ein. Einmal vordrücken, ich werde ein bisschen schneller, zurückdrücken, ich werde langsamer. Das ist einfach deppensicher, auch für mich. Bist du auch damit zurechtgekommen? Ja, ich habe ihn auch benutzt, aber nur kurz, weil die Fahrt zur Arbeit und in die Arbeit ist ja nicht wirklich lang, brauche ich nicht. Schaltautomat ist nett, wenn man es eben sportlich angeht. Du hast ja gesagt, das macht einfach das ganze Fahrzeug sportlicher. Das ist irgendwie, aber dadurch, dass das eben mehr so ein Tourenfahrzeug ist, nicht unbedingt notwendig, aber ist nett. Und ich glaube auch, dass, ich weiß zwar nicht wann, aber ich bin mir ja sicher, dass wir, keine Ahnung, sagen wir in 10 Jahren überhaupt nicht mehr kuppeln. Das ist ganz sicher der nächste Schritt. Also das fällt irgendwann komplett weg. Und wir haben auch des Öfteren die Unkenrufe bei uns dann bei den Videos dabei oder bei den Berichten. Schaltautomat, ja, das stört mich doch nicht, das Schalten am Motorrad, was soll das, diese Automatik. Das stimmt ja gar nicht. Das ist ja eine, ich sag zwar vielleicht Halbautomatik, aber in Wirklichkeit ist das nur, dass man den Kupplungshebel nicht benutzen muss und das macht das Ganze einfach extrem geschmeidig. Es ist ja nicht dadurch jetzt ein langsamerer Schaltvorgang, sondern er wird in Wirklichkeit schneller, weil ich das Kuppeln mir erspare, ist eigentlich Lastwechsel ununterbrochen, dass ich da fahren kann, weil die Elektronik unterbricht so kurz, dass ich ja nur durch den Fußtipser den nächsten Gang reingebe. Das könnte ich nie so schnell schaffen, das Zwischengas spare ich mir. Ja, es ist einfach eine Erleichterung, aber wie du auch sagst, eine sportliche Erleichterung beim Touren, ja, würde ich ihn sicher auch nicht brauchen. Also wie gesagt, auch die R1200 RS, wieder ein extrem universelles BMW-Motorrad, so wie man es erwarten konnte, mit diesem extrem antriebsstarken und eigentlich auch überhaupt starken Boxermotor und daher ja, für Tourenfreunde schätze ich mal bestens geeignet. Für Leute, die halt das Sportlichere wollen, gibt es ja eben auch die R1200R. Danke fürs Zuschauen und Zuhören. Tschüss. Tschüss.